die Schwalbe jetzt mit kostenlosem Internet. In den neuen Kaliningrader Regionalzügen Lastochka, übersetzt Schwalbe, wird jetzt auch kostenlos Internet angeboten. Die ersten Fahrten mit den ausgestatteten neuen Regionalzügen zeigten eine gute Arbeit des Internets in diesen Zügen. Um den kostenlosen Service zu nutzen, muss man sich in das Netz KPPK einwählen und sich mit seiner Mobiltelefonnummer identifizieren. Dies muss man nur einmal tun, denn bei allen anderen Fahrten erinnert sich das System, dass der Passagier sich bereits identifiziert hat und schaltet sich automatisch zu. Die Zugbegleiter in den Regionalzügen sind angehalten, von den Passagieren Informationen, Lob und Kritik zur Arbeit des Internets entgegenzunehmen, um das System weiter zu verbessern. Gegenwärtig verfügt Kaliningrad über 4 der modernen Regionalzüge. Ursprünglich war geplant, diese Züge nur während der Weltmeisterschaft verkehren zu lassen. Dann wurde aber beschlossen, vermutlich als Belohnung für die gut organisierten Spiele in Kaliningrad, dass die Züge in der Region verbleiben. Sie verkehren zwischen Kaliningrad und den Ostseestädtchen Zelenogradsk und Svetlogorsk.